Plauen. Einst Großstadt mit über 120.000 Einwohnern, ist heute die fünftgrößte Stadt im Freistaat Sachsen. Sie gehört zu den Oberzentren im Südwesten Sachsens und hat seit 1989 eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Im Zentrum der Stadt findet sich ein Areal, welches noch auf seine Bebauung oder besser gesagt auf seine Wiederbebauung wartet, der Neustadtplatz. Ein Platz, der bereits in der Vergangenheit eine wichtige Bedeutung für die Stadt hatte. Das ging einher mit der Überbrückung der Weißen Elster, mit der alten Elsterbrücke, auf der wir jetzt hier gerade stehen. Damals wurde dann dieser Neustadtplatz zu einem Zentrum dieser sich entwickelnden Stadt und somit auch ein wichtiges Verkehrszentrum, eine Schnittstelle innerhalb dieser neuen Stadt, die sich hier in Richtung Fluss auch und darüber hinaus entwickelte. Was sich heute als Parkfläche zeigt, war einst ein lebendiger Ort städtischen Lebens. Hier gab es Wohn- und Geschäftshäuser, Restaurants und so weiter und von dem ist heute nichts mehr zu sehen. 1945 wurden weite Teile Plauens durch Bomben zerstört. Auch das Stadtzentrum war davon betroffen. Teile des Neustadtplatzes fielen den Bomben zum Opfer. Eine Neubebauung fand nach Kriegsende zunächst nicht statt. In den Zeiten der ehemaligen DDR änderte sich daran kaum etwas. Stattdessen wurden Verkehrsflächen erschlossen. Das ging einher mit der neuen Elsterbrücke, dass man hier also Verkehrsflächen erschlossen hat und Parkflächen. Und das ist aber eigentlich für diesen Platz, für diesen strategisch interessanten und bedeutenden Platz, ist das viel zu wenig. Und deswegen harrt dieser Platz nach wie vor seiner Bebauung, seiner repräsentativen Bebauung und seiner Nutzung. Der Neustadtplatz befindet sich in der Aue der Weißen Elster, einem Gebiet, welches in der Vergangenheit stark industriell geprägt war. Doch der Niedergang der Textilindustrie in den Jahren nach 1989 veränderte das Areal. Industrie brachen mitten in der Innenstadt. Eine besondere städtebauliche Herausforderung und zugleich eine große Chance für die Entwicklung der Stadt. In der Elsteraue hat sich zwischen den beiden Bundesstraßen B173 und B92 ein völlig neues Stadtquartier entwickelt. Und es sind dort viele neue Objekte mit neuen Nutzungen entstanden, unter anderem die Fabrik der Fäden. Die Umgestaltung des Weißbachschen Hauses zum Museum ist Teil einer Vielzahl innovativer Projekte, die in der Elsteraue umgesetzt werden konnten. Ein städtebaulicher Transformationsprozess mit Blick in die Zukunft, von dem das geplante Zukunftszentrum ein wesentlicher Teil werden könnte. Mit einem Standort in Leipzig und dem anderen hier in Plauen auf dem Neustadtplatz an der Elster. Die Entwicklung an der Elster ist uns schon immer ein besonders wichtiger Gedanke der Stadtplanung gewesen. Und die Stadtplaner waren natürlich bestrebt, diesen Neustadtplatz wirklich für was richtig Großes vorzuhalten. Deswegen auch im Flächennutzungsplan schon vorgedacht als Sonderbaufläche für eine Bildungseinrichtung. Die Lage im Zentrum und die vorhandene Infrastruktur stellen beste Voraussetzungen dar. Im Grunde bietet das städtische Umfeld alles, was man erwarten kann. Er liegt mitten in Plauen und hat ganz kurze Wege zu verkehrsinfrastrukturellen Einrichtungen, wie zum Beispiel unserer ÖPNV-Verknüpfungsstelle, die erst vor wenigen Jahren eingeweiht wurde. Der Neustadtplatz zeigt sich als künftiger Standort eines Zukunftszentrums sehr gut geeignet. Die Gründe dafür gehen über die infrastrukturellen Vorzüge, die der Platz bietet, weit hinaus. Ich denke, es ist gerade an diesem Platz prädestiniert dafür. Man sieht zum einen, hat man den Blick auf 900 Jahre Stadtgeschichte mit der Johanneskirche, mit dem Schloss, was sich jetzt zur Berufsakademie entwickelt hat. Und dies schafft natürlich die Verbindung auch in die kreative Elsteraue, verbunden durch ein Zukunftszentrum, was auch diese Geschichte natürlich mit aufarbeiten kann. Ein Platz an einem authentischen Ort, der wie kaum ein anderer danach verlangt, als Baufläche für wertige, zukunftsweisende Projekte zu dienen. Das Zukunftszentrum kann von der Lage im Zentrum Plauens nur profitieren und die Stadt selbst würde weiter belebt werden. Eine Kombination, die vielversprechend ist.